Hallo Community, wir sind wieder von Trader Online Video. Diesmal Jenna. Hi. Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, und es ist soweit, wir sprechen über die Spoiler XXL zu Modern Horizons 3. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Wie immer starten wir aber erstmal mit den Gewinnern. Da gehen schon mal Glückwünsche raus. Wir haben immer unter eurem Gewinnerkommentar des entsprechenden Videos Infos hinterlassen, wie ihr eure Preise abholen könnt. Also schaut da bitte nach und macht das. Ja, und auch zu diesem Video gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Und von Ultimate Guard gibt es eine richtig coole, frische, neue Sidewinder 100 Plus Xeno Skin Box im Miami Pink Design. Also es gibt neue fresh. Floral Designs, ne, jetzt im Store entsprechend auch, und die sind richtig fresh. Also wenn ihr da mal aufrufen wollt, ist das euer Item. Wir wünschen nochmal viel, viel Glück. Ne? Das dazu. Ja, dann, was ist passiert? Wir sind natürlich immer noch mit Outlaws von Thunder Junction beschäftigt. Ne? Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal in unser Commander-Deck-Match rein. Denn das war halt richtig mega cool, denn es fängt das Western-Flair richtig cool ein. Ne? Ja. Und die Edition ist auch super, macht super stark. Spaß. Das haben wir dann auch begleitet, indem wir unsere Einsteiger-Decks gezockt haben. Also die Einsteiger-Deck-Duelle, wo wir sagen, Magic-Spiel muss nicht teuer sein, wo wir nur aus den gewöhnlichen Karten zu Outlaws of Thunder Junction und Decks gebaut haben. Alles da, die Deckvorstellungen sind auch auf dem Kanal schon online, aber entsprechend die Duelle auch. Und da jetzt neu auch mit Kartengrafiken immer eingeblendet, gerade für die Neulinge unter euch, dass ihr das Spiel auch besser nachvollziehen könnt. Ein bisschen mehr Magic spielen lernt darüber auch. Ne? Ja. Und du hast aber gesagt, hat sich auch richtig gut gezockt. Ne? Also, hat richtig Spaß gemacht. Also ja. Hank hatte richtig viel Spaß dabei. Ja, aber eine Stufe krasser geht es natürlich auch. Ne? Das heißt, wir haben dann unsere, oder Betsy, Hank und Dwayne haben dann ihre Full-Power-Decks vorgestellt, wo wir aus dem Vollen geschöpft haben und freie Auswahl aus alle Karten aus Outlaws von Thunder Junction hatten. Das heißt, da ist der Power-Level natürlich utopisch hoch. Und Matchup 1, also Full-Power-Deck-Duell Betsy versus Hank, ist auch schon online. Da jetzt auch neu mit Karteneinblendung, also schaut da definitiv rein, denn die beiden hatten definitiv Spaß, haben sie euch erzählt, ne? Und und also so wirklich, das Set ist auch unglaublich stark, ne? Ja, also richtig, richtig krass. Ja, thematisch ganz gut zu Outlaws passend haben wir dann wieder die besten Magic-Karten ihrer Art veröffentlicht. Da gibt es zwei neue Folgen und die erste Folge ist, wir haben euch die besten Gesetzlosen vorgestellt. Denn über Outlaws gibt es jetzt ja eine neue Gruppierung, dass es sagt, es gibt diese Übergruppe der Gesetzlosen. Ja. Und da haben wir euch nochmal ein paar andere Karten vorgestellt, die jetzt nicht aus Outlaws von Thunder Junction kommen, aber die einfach in dieses Gesetzlosen-Thema gut reinpassen. So, ne? Genau. Ja. Zweites Thema sind dann die besten Karten mit Landung. Hat auch schon ein gutes Feedback gegeben, einfach weil Landung eine unglaublich starke Fähigkeit ist. Super. Ich habe da harte Erinnerungen dran, dass Jenna uns mit ihren Commander-Decks da mal richtig hart fertig gemacht hat, ne, mit Landung und so. Also schaut da gerne mal rein, um diesen Typ mal kennenzulernen. Und ja, es gibt noch viele weitere, wir sind ja schon bei über 70 Folgen der besten Magic-Karten ihrer Art. Also schaut gerne mal in die Playlist auf Trader Online-Video. Da gibt es entsprechend auch coole weitere Themen, da, die man sich mal reinpfeifen kann. Richtig. Ja, und ansonsten haben wir natürlich immer wieder Community-Stream-Matches aus dem Trading Card Superstore, wo dann einfach wir einen Feature-Tisch bilden und dann Spieler, Spielerinnen aus dem Store-Event dann da halt die Matchbilder. Bitte versteht da, dass wir dann für diese Matches nicht die Karten einblenden können, ne, weil das einfach dann zu viel Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Aber das soll euch einfach zeigen, auf welche Spieler oder ne, ihr entsprechend vor Ort auch trefft. Also so sieht einfach das In-Store-Gameplay aus. Das soll euch auch ein bisschen die Berührungsangst nehmen, zu sagen, ey, cool, ne, das erwartet mich. Komme ich doch mal vorbei. Das ist der Weg. Ne? Gut, ja, ansonsten steht Hinweis auf die wöchentlichen YouTube-Shorts. Ja, da zeigen wir euch mal eins. Ich benutze die -2-Fähigkeit von meiner Saheli, um mir eine Kopie von meinem Pididar-Wächter zu machen, wodurch ich meine Saheli flickern darf, wodurch ich die -2-Fähigkeit von ihr benutzen kann, wodurch ich mir wieder eine Kopie von meinem Pididar-Wächter mache, wodurch ich wieder meine Saheli flicker, um die -2-Fähigkeit zu aktivieren, wodurch ich mir wieder... Und wie lange geht diese Kombo jetzt noch?
Diese kommen nie auf. Du würdest dir wohl wünschen, dass es ein Ende gibt. Aber das gibt es nicht. Es gibt nur noch mich und meine Combo und du kannst nichts dagegen tun. Du bist nichts weiter als ein unwichtiger Zuschauer in meinem Spiel, dessen Schicksal in meinen Händen liegt. Also sag mir, was soll ich tun? Soll ich dich töten? Nein, nein. Das wäre zu gnädig. Also wo war ich? Ach ja. Ich benutze die -2-Fähigkeit von meiner Saheli, um mir eine Kopie von meinem... Ja, also immer wieder sehr witzig, ne? Also kreative Freiheit muss da sein und das darf auch alles ein bisschen fresher und ein bisschen jünger dann. Ich finde, ich mach das sehr, sehr gut. Also, Dankeschön. Ich bin ganz, ganz stolz. Ne? Ja, ansonsten haben wir noch Twitch-Streams, wo ihr live dabei sein könnt. Die sind in der Regel immer freitags ab circa 19, 20 Uhr und samstags ab circa 11 Uhr, je nachdem, welche Events wir begleiten. Da gehen wir gleich nochmal auf die Tickets, kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber gehen wir erstmal zu den Kommentaren. Jo, da haben wir eure Reaktion zu den letzten News. Der erste Blick auf Modern Horizons 3 von Tyraseta. Das sind auch echt wieder coole Karten. Ich finde die Framebreak-Karten enorm geil. Ich liebe diesen Full-Art-Stil. Top-Vorstellung. Dann DK schreibt, Fetchland Reprints ist immer gut. Wup, wup. Daniel Milde, Modern Horizons 3 wird mein Highlight dieses Jahr. Nur warum Commander Decks dazu? Ein Modern Precon wäre doch viel sinnvoller gewesen. Da grätsche ich mal ganz, ganz kurz rein, weil es gab jetzt ja von Magic the Gathering auch ein Debütvideo nochmal dazu, wo dann einfach auch irgendwie 8 Designer an den Tisch gesetzt wurden, die dann nochmal drüber erzählt haben. Und da ist ein so ein Satz gefallen, den man eigentlich ganz gut zitieren kann, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr Karten für mehr Spieler bringen. Ne, das heißt, Magic versucht einfach den Kundenstamm zu vergrößern, ne, und einfach Angebote zu generieren. Und die lesen ja Daten aus und sagen dann auch, ja okay, irgendwie, wir haben da mal die Commander-Spieler, aber wir haben ja auch zu Commander Master schon Commander-Decks rausgemacht mit einem höheren Power-Level. Und wir haben da diese Modern-Gruppierung, aber es spielt ja längst nicht jeder Turniere. Das heißt, wir geben euch einfach die Möglichkeit, spielstärkere Karten zu kaufen in einem Pack, das dann halt mehr kostet, weil da einfach spielstärkere Karten drin sind für ein Eternal-Format. Das erkläre ich gleich nochmal, was das Eternal-Format ist. Und du hast aber auch dann irgendwie Commander-Spieler, die irgendwie sagen, ja, ich hätte ganz gerne ein Commander-Preconstructed-Deck mit nochmal mehr Power oder so. Und dann zack, kriegst du halt dein Eldrazi-Commander-Deck zum Beispiel, was momentan das beliebteste ist oder so. Ja, und das kostet dann entsprechend mehr, aber es gibt eine Nachfrage und es wird ein Angebot generiert. Ne? Weil halt wirklich einfach sagen, du, ich hau mir auch die Karten aus den Boostern in meine Commander-Decks rein. Commander ist das am stärksten gespielte Format in der Welt. Oder einfach Küchentisch-Magic, damit kann man es ja auch vergleichen. Einfach zu Hause hier, alle Mann an den Tisch, zack, los, zocken. Und dann, Magic sagt auch einfach, spielt die Karten, die ihr besitzt. Und dafür gibt es dann Support. So, ne? Und dann einfach jetzt mit einem Set, was einfach nochmal stärker ist. Deswegen auch die Commander-Decks, um einfach Support für dieses, ja, habt einfach Spaß mit Magic-Format zu geben. So, ne? Richtig. Okay. Ja, als nächstes schreibt Emike, danke für das Video, war sehr informativ. Vor allem die Formaterklärung war interessant für mich als Anfänger. Ja, machen wir gleich nochmal. Genau, Mappe schreibt nämlich auch, danke für das tolle Video mit der Einordnung von Modern. Jetzt ist mir als Anfänger auch der hohe Preis klar. Und als letztes schreibt Melvin nochmal, danke für die wie immer coole Vorstellung, Glückwunsch an alle Gewinner und euch zu der Abonnentenzahl und die Idee, dass ihr die Karten für, bei den Duellvideos einblendet, finde ich sehr gut, so kann man das dem Ganzen auf jeden Fall besser folgen. Ja, da nochmal danke an euch, denn unser YouTube-Kanal hat ja mittlerweile wirklich über 80.000 Abonnenten erreicht. Ne? Und das gibt uns natürlich auch einfach krass, die danke. Möglichkeit, da mehr Zeit reinfließen zu lassen, weil es ja auch gesehen wird. Ne? Und deswegen haben wir jetzt ja entschlossen, okay, nochmal mehr Zeit in die Veranschaulichung der produzierten Matches reinzubringen, dass wir also die Einsteiger-Deck-Matches zu jeder Edition machen wir das ja, da die Karten einblenden und auch bei den Full-Power-Decks, die jetzt veröffentlicht werden, ist das auch wieder mit Karteneinblendung versehen, dass ihr auch einfach nochmal zum einen dem Spiel besser folgen könnt, aber zum anderen auch nochmal seht, irgendwie, wie krass sind eigentlich die Full-Power-Rares irgendwie, ja. Ne? Oder Mythics irgendwie aus hier, Outlaws von Thunder Junction oder so. Man kriegt einfach nochmal einen tieferen Blick auf die Edition und ihr könnt die Decks natürlich auch gerne nachbauen oder einfach Inspiration Klar. daraus ziehen oder so. Ne? Aber das Ganze, es mehr führt zu mehr. Ne? Das heißt, mehr Abonnenten führen zu mehr Content oder qualitativ hochwertigem Content und wir sagen nochmal dickes Dankeschön geht raus. Ne? Jo. Jo. Gut, ja, dann ist der nächste Punkt Event-Tickets bestellen und mitmachen. Die Juni-Events sind online. Ne? Könnt ihr auf unserer Webseite traderonline.de einfach auf die Rubrik Events gehen und da seht ihr immer die Tickets. Ne? Und da könnt ihr entsprechend immer mit dabei sein, euch ein Ticket holen, dann vorbeikommen, Spaß haben.
Vorverkäufe laufen für Jenseits des Multiversums Assassin's Creed. Da ist der Release am 5. Juli diesen Jahres. Auch nochmal eine Beyond Universes Lizenz. Und auch der Vorverkauf zu Bloomborough, die nächste standardrelevante Edition. Release 26. Juli ist auch schon online. Thematisch werden wir es später behandeln, weil wir nicht alles in einem Blog online bringen, sondern wirklich immer dann, wenn das nächste praktisch in den Fokus rückt vom Veröffentlichungszeitpunkt. Und das ist halt richtig. Entsprechend Modern Horizons 3 und darüber reden wir jetzt, denn da ist der Release am 14. Juni. Bei Trader könnt ihr das Produkt aber schon ab dem 7.6. erhalten, also zum ersten Pre-Release-Termin. Es gibt auch Pre-Release-Events dazu, auch bei uns im Trading Card Superstore. Könnt ihr euch ein Ticket ziehen und wir dürfen es halt am 6. schon in den Postversand geben, dann ist es in Händen der DRL, das ist das, was wir machen können und mit Glück ist es dann entsprechend schon am 7.6., also zum erstmöglichen Verkaufstermin bei euch zu Hause und das ist ein kleiner Trader-Bonus, danke fürs Bestellen. Jo, ne? Danke. So, jetzt aber nochmal, was Freude auch gerade nochmal sich bedankt wurde, was ist Modern? Ne? Viele von euch sind neu bei Magic, das ist ja auch der Weg, den Magic geht. Ne? Neue Spieler in Magic reinzuholen und die kennen dann manche Begrifflichkeiten noch gar nicht. Ne? Deswegen im Modern-Format sind alle Karten ab der 8. Edition und Modern Horizons Sets, also mit modernem Kartenrand, ausgenommen jene, die auf der Banlist stehen, erlaubt. Es ist ein sogenanntes Eternal-Format, ne? Das heißt, es läuft dann so ewig weiter. Ne? Karten sind aber nicht standardlegal, außer wenn sie in der Standard-Edition enthalten sein sollten. So, ne? Das ist also praktisch. Zu Hause könnt ihr spielen, was ihr wollt. Wie gesagt, größte Format der Welt, spielt die Karten, die ihr besitzt. Klar. Aber wenn ihr euch für Standard-Turniere interessiert, dann sind diese Karten aus Modern Horizons 3 halt nicht für das Format erlaubt. So gesehen. Ne? So, jetzt ist aber Standardkarten sind für Modern erlaubt. Das ist einfach ein größeres Format, was einfach Karteneditionen über viele Jahre abbildet. Das heißt, der Power-Level ist aber viel, viel höher, weil man natürlich aus zig Jahren sich die stärksten Karten da reinschmeißen kann. Sehen wir auch gleich nochmal. Und der Hersteller sagt jetzt einfach, okay, wir supporten dieses Format. Egal, ob dann ein Turnier gespielt wird oder ihr zu Hause spielt oder ihr eure Commander-Decks aufpowern wollt. Wir haben da einen guten Mix drin, das sehen wir gleich nochmal. Aber einfach ein hochwertigeres Pack, ein hochwertigeres Produkt, weil da auch viele starke Reprints drin sind von schon hochpreisigen Karten aus früheren Editionen. So, ne? Deswegen geht das nicht einfach so raus, sondern wir sagen, hier, das ist ein Reprint-Set, das ist ein spezielles Set, höherer Power-Level, höherer Preis. Das ist das in der coolsten Erklärung. So, ne? Und es geht natürlich in die Sammlerschiene noch rein und so weiter und so fort. Ne? Wenn wir jetzt noch mal kurz vergleichen, was als nächstes veröffentlicht wird. Da noch mal kurz die Erklärung, dass Magic wirklich ja auch ganz klar sagt, wir machen unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Spielertypen. Wie eine Menükarte im Restaurant, da ist ja auch nicht die ganze Karte leer normalerweise, sondern bestellst nur das, was dir gefällt. Ne? Und wenn man dann jetzt zum Beispiel mal schaut, ne? Wir sind jetzt da, das aktuelle Standard-Set ist noch Outlaw von Thunder Junction. Dann kommt jetzt ein Set, was ja nicht standardlegal ist, sondern was sich an ein Eternal-Format adressiert. Danach kommt Assassin's Creed. Das orientiert sich tatsächlich an die Fans von Assassin's Creed, damit die darüber Magic kennenlernen und dann damit Spaß haben und dann zu Magic finden. So, und danach kommt dann Bloomborough. Das ist wieder ein standardrelevantes Set. Richtig. Aber wenn wir jetzt den Zeitraum sehen, Modern, Assassin's Creed, Bloomborough, dann sind das drei verschiedene Zielgruppen, die angesprochen werden. Ihr könnt aber natürlich alle Karten miteinander mischen. Ihr könnt alles euch da irgendwie holen, alles mal wegstecken, ausprobieren, durchzocken. Tut es los. Habt einfach Spaß, das ist der Weg. Nur es werden einfach verschiedene Angebote erstellt. Richtig. Und wir gucken jetzt mal rein, was gibt es denn zu Modern Horizons? Noch kurz von den Produkten her. Es wird Playbooster geben, es wird Collector-Booster geben, es wird ein Bundle geben und ein Gift-Bundle, was erst nochmal später erscheint, am 28.06. Sehr cool. Pre-Release-Packs und 4 Commander-Decks. Ne? Und nur in den Collector-Boostern findet man zum Beispiel Old Bordered Frame, Modern Horizons 1, Modern Horizons 2 Reprints und hat die Chance, sehr selten, aber mal eine serielle Eldrazi-Karte zum Beispiel zu finden. Also auch da wird einfach nochmal eine Rarität so gebildet über Special-Sachen, Sonderdrucke, die dann die Sammler abholen sollen, die man halt auch nur dann da findet. So, ja, ne? Ja. Also das Set ist garniert mit Special-Artworks, Special-Foilings, Special, super starke Karten. Let's go, gucken wir mal rein. Gucken wir uns an jetzt. Ich bin auch sehr gespannt, ne? Dadurch, dass da aber jetzt über 70 Karten, wir sprechen nur über die Rares und Mythics, richtig. Wobei auch die ungewöhnlichen, gewöhnlichen Karten super stark sind. Klar. Das Set ist auch designt für den
Booster Draft, dass es also draftbar ist. Ne? Bieten wir hier im Store auch zumindest einmal an. Ich weiß nicht, ob wir es wiederholt machen, weil es ja auch teurer ist. Ne? Richtig. Aber also das ist halt, so ist das Set-Design. Aber auch für die Sammelbarkeit. Ne? Auch, dass wirklich Commander-Format unterstützt wird und so. Und wir gehen einfach mal rein und starten mit Ajani, Ausgestoßener der Nakatl. Ist, da gehen wir ein bisschen auch wieder in die Magic Story rein. Ne, ist für ein weißes und eins, eine 1-2 Kreatur, legendärer Katzenkrieger. Wenn er ins Spiel kommt, erzeuge ein 2-1 Katzenkrieger Kreaturenspielstein. Immer wenn ein oder mehrere andere Katzen, die du kontrollierst, sterben, kannst du Ajani ins Exil schicken und ihn dann transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurückbringen. So, und dann wird der Ajani Rächer der Nakatl. Ist ein legendärer Planeswalker mit 3 Loyalitätsmarken und plus 2. Lege auf jede Katze, die du kontrollierst, eine plus 1 plus 1 Marke. Für 0 erzeugt ein 2-1 Katzenkrieger-Kreaturenspielstein, wenn du dies tust. Und falls ein rotes Permanent außer Ajani Rächer deiner Karte kontrolliert, fügt Ajani einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Kreaturen kontrollierst. Und minus 4. Jeder Gegner bestimmt ein Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung oder ein Planeswalker unter den Nichtland-Permanenten, die er kontrolliert, und opfert dann den Rest. Krass. Ich finde, da geht schon gut los. Ja. Der ist schon hart overpowered. Ja, die Nullfähigkeit finde ich sehr stark. Es geht einfach in einer Rutsche auch so weiter. Ne? Also das würde ich jetzt, wie gesagt, also Power, starke Karten, ja, für einfach, ihr habt Spaß damit. Ne? Und super, dass es halt eine Plus-2-Fähigkeit ist. Ne? Heißt also, du kannst danach auch direkt die Ulti zünden und der überlebt noch. Und ich finde auch schön, dass Ajani mal wieder drin ist, weil den hat man auch lange nicht mehr gesehen in einem Set. Ich war schon fast geschockt von der Spellstärke der Karte. Also, wo geht das alles hin? Und Motto, meine Güte, Leute. Ne? Okay, nächste Karte ist dann die aufflackernde Standhaftigkeit. Eine Rare-Karte, 2 weiße und 2 Spontanzauber. Du kannst eine weiße Nicht-Spielstand-Kreatur opfern, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Mhm. So ist es auch immer mega mächtig. Bis zum Ende des Zuges kann sich dein Lebenspunktestand nicht ändern und Permanente, die du kontrollierst, erhalten Fluchsicherheit und Unzerstörbarkeit. So. Auch sehr cool, ja. Super krass. Sehr stark, super krass. Ja. Einfach da so nach dem Motto, kannst du dann als spontan darauf reagieren, hier zack, fertig. Ne? Also, das ist. Und da muss man auch sagen, jetzt noch so nebenbei, Lily blendet das ja ein, die Framebreak-Karten. Ja. Unglaublich schön. Also. Ja. Die holen mich komplett ab. Ja, du kannst einfach, das nennt sich ja so super Booster Fun, dass du einfach da verschiedene Karten-Treatments finden kannst. Ja. Ne? Also Retro-Frame, Framebreak oder so, einfach so. Oder dann noch in Foil und tralala. Also richtig cool, weil man möchte ja sein Deck eventuell auch individualisieren und sagt dann, guck mal, ich habe dieses Special Artwork dann davon und so, richtig, richtig cool. Ich finde es einfach nur mega krass, dass Magic halt einfach sagt, so, ja komm, wir drucken einfach starke Karten hier, let's go, hab Spaß. Ja. So, einfach weil die sagen einfach, das ist das, was die Spieler wollen. Die wollen einfach dann irgendwie, einfach dann auch mal starke Packs cracken und sagen, ey, was ist das denn hier? Ne? Ja, ja, ja. Und das ist halt einfach, wie gesagt, deswegen kosten die Packs halt auch mehr, so, ne? Aber ihr seht halt, das geht jetzt in einer Rutsche so weiter. Ne? Also wir gehen jetzt mal, wir reden ja über 70 Karten, also jetzt mal ein bisschen schnell im Sputen. Ne? Urms Gesänge ist ein Reprint. Für ein weißes Mana Spontanzauber mit Bonuskosten ein weißes, das heißt, du kannst zusätzlich ein weißes bezahlen, wenn du diesen Zauberspruch wirkst. Ein Spieler deiner Wahl kann in diesem Zug keine Zaubersprüche wirken. Falls die Bonuskosten des Zauberspruchs bezahlt wurden, können Kreaturen diesen Zug nicht angreifen. Oh, verdammt stark. Ja, so günstig. Viele, das war damals die Karte des Sets aus irgendwie Planeshift oder was das war oder so. Und jetzt du kommst halt einfach wieder ran. Ja. Ne, wie auch mit den Fetchländern. Du kannst so eine Karte einfach im Booster dann ziehen. Und kannst du sagen, oh, das könnte man auch, ne? Können tun die alle was. Ja. Ne? So, nächste Karte. Jetzt hier Perlenohr, kaiserliche Beraterin. 2 weiße und 1, ein Fuchsberater, 3-4, Lebensverknüpfung. Verzauberungszauber, die du wirkst, haben Affinität zu Auren. Das heißt, die können beim Wirken für jede Aura, die du, sie kosten für jede Aura, die du kontrollierst, ein weniger. Ja. Und das ist für 3 Mana auch eine 3-4-Kreatur mit Lebensverknüpfung, wollen wir nicht vergessen. Ja, ja, und es geht aber noch weiter. Immer wenn du einen Aura-Zauberspruch wirkst, der ein modifiziertes Permanent, das du kontrollierst, als Ziel hast, ziehe eine Karte. Auren, die du kontrollierst, Ausrüstung und Marken sind Modifizierungen. So, das ist auf jeden Fall so eine schöne Karte. Kennt man ja aus Kamigawa. Die ist einfach so unglaublich spielstark für dieses Deckthema. Ja, gibt einfach mal wieder Auren-Support. Ne? Ja, gab es auch lange nicht mehr und hier haben wir auch. Kriegt einfach auch Support für bestehende Deckthemen. Wo du sagen kannst, guck mal, das bringt dieses Deckthema wieder ein bisschen nach vorne. Ja. Und ist einfach natürlich eine mega coole Karte, um sich auch sonst einfach zu sagen, komm, ich baue mir mal ein Deck damit. Ne? Weil die ist einfach so mega stark in diesem Segment. Richtig gut. Ne? Definitiv.
So, nächste Karte unter Weiß ist Phantom der Weißen Orchidee. Für zwei Weiße und zwei Zweier Geistritter fliegend Erstschlag. Wenn das Phantom der Weißen Orchidee ins Spiel kommt, zerstöre bis zu einem Nicht-Standardland deiner Wahl. Sein Beherrscher kann seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Aber halt einfach für zwei weiße Mana und zwei Zweier mit fliegend und Erstschlag und Removal zu haben, ist halt. Ja, okay. Nämlich. Ja. Und ich habe da so Flashbacks an irgendwie, es gab mal eine ganz, ganz teure Legends, weißen Flieger, da sieht man auch den Power Creep und so. Ja, einfach krass. Okay. Ja, aber cool halt einfach, ne? Also, ja. Nächste ist Felia, überschwängliche Schläferin. Hundesupport. Ja, da haben wir einen Hund. Ja. Hundesupport. Richtig. Jenna hat einen Hunde-Katzen weggebaut, was alle fertig gemacht hat. Richtig. Ja. Hunde und Katzen, online. Da gibt es auch richtig starke Karten. Ja. Ne? Und wird immer mehr. Also ist cool. Ja. Felia, überschwängliche Schläferin, weiß und 1, 2, 2er legendärer Hund mit Aufblitzen, also Spontan-Supergeschwindigkeit können wir jederzeit reinbringen. Immer wenn sie angreift, schicke bis zu ein anderes Nichtland permanent deiner Wahl ins Exil, bringe es zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Falls es unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, lege ein +1/+1 Mark auf Felia. Ist ja auch super zum Flickern, irgendwie, um wieder neue die Fähigkeiten immer wieder zu triggern. Ja. Triggern. Hm? Na, also, auch sehr cool. Ich gehe mal weiter mit dem Silberpodest. Weiß und 1 Artefakt. Es kommt mit zwei Ölmarken ins Spiel. Immer wenn zwei oder mehr Kreaturen angreifen, lege eine Ölmarke auf das Silberpodest. Für zweimal noch Tappen entferne zwei Ölmarken davon. Schicke ein anderes Nichtland permanent deiner Wahl ins Exil. Sein Beherrscher zieht zwei Karten. Ah, okay. Das heißt, da kannst du dann entsprechend auch selber dir eine Engine mitbauen. Ne? Ja. Okay, ausprobieren. Ne? Wirst du wahrscheinlich auch, ne? Also möchtest ja auch nicht unbedingt immer, dass der Gegner dann zwei Karten zieht. So, ich gehe mal weiter mit Zorn des Himmels, ist die nächste weiße Hexerei. Zwei weiße und X. Du erhältst X Energiemarken. Energie ist zurück. Super spannendes Thema. Ihr habt es ja auch schon gespielt. In Kaladesh, Aether Rebellion war es damals drin. Und es ist sehr cool, das auszuprobieren, weil man Magic mit so einem Twist spielt. Die Energieverwaltung ist schon sehr, sehr cool. So, du erhältst X Energiemarken. Dann kannst du eine beliebige Zahl an Energiemarken bezahlen. Zerstöre jedes Artefakt, jede Kreatur und jede Verzauberung mit Mana-Betrag kleiner oder gleich der Anzahl an Energiemarken, die auf diese Weise bezahlt wurden. So. Energiemarken können wir aber auch woanders her erhalten. Also nicht nur von dieser Karte. Ja. Wir spielen halt ein Energiedeck, wo wir einfach dann Energie erzeugen und Energie verwalten. Ne? Ja. Das ist praktisch eine Supportkarte für Energiedecks. Und es sind ja auch Marken, die kannst du ja auch hochwuchern, theoretisch irgendwie. Zum Beispiel. Ne? Also, ja. Ist ja auch. So, jetzt geht's mit Blau weiter, deine Lieblingsfarbe. Ja. Ne? Mega. Geht los mit der aufflackernden Ablehnung. Zwei blaue und ein Spontanzauber. Du kannst eine blaue Nicht-Spielstein-Kreatur opfern, anstatt die Mana-Kosten dieses Zauberspruchs zu bezahlen. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Ganz böse. So. Ganz böse. Da merken das ist einfach ein harter Cycle. Also, wir haben einen Cycle, das heißt, jede Farbe hat eine so eine Karte, die du ohne Mana-Kosten alternativ casten kannst, indem du halt irgendwas machst. Ne? Mhm. Und irgendwas opferst, eine Nicht-Spielstein-Kreatur ist. Ich finde, das ist so in der unglaublich Farbe dann, stark, weil man halt eine permanente Bedrohung hat. Ne? Das heißt, du weißt nicht, hat der Spieler, kann der jetzt meinen Spielzug kaputt machen oder nicht oder irgendwas oder so. Gibt es übrigens auch ein lustiges YouTube-Short dazu mit dem Blauspieler? Nein. Nein, nochmal nein, immer noch nein. Ja, neutralisieren ist immer, immer gemein. Das kaputt machen, Kind. Ja. Sehr, also auf jeden Fall super mega stark. Ne? Wir gehen jetzt, wie gesagt, nicht auf die Kams ein. Das macht ihr dann ja bei den Unboxings. Da werdet ihr auch nochmal die Vielfalt der Karten dann sehen und nochmal die Special Treatments und so. Das taucht ja im Unboxing dann nochmal auf. Dann seht ihr auch, okay, wie viel ist denn da in dem Produkt drin? Wie sieht der Playbooster aus? Richtig. Wie öffnet man den? Das kommt dann ja auch noch. Aber jetzt erstmal wieder weiter mit den Spoilern. Kappa-Kanonier. Blau und 5, ein Schildkrötenkrieger 4-4 mit Improvisieren. Das heißt, deine Artefakte können dir helfen, diesen Zauberspruch zu wirken. Mit jedem Artefakt, das du tappst, nachdem du mit dem Aktivieren deiner Mana-Fähigkeit fertig bist, zahlst du 1. Abwehr hat er 4. Und immer wenn der Kappa-Kanonier oder ein anderes Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, legt du +1/+1 Mark auf den Kappa-Kanonier und er kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Oh, nicht geblockt werden? Okay, das ist unglaublich krass, weil wir haben mittlerweile so viele Artefakte, ob das jetzt Schätze sind, ne, oder Blutspielsteine gab es oder whatever oder so. Einfach super viele günstige Karten, die auch einfach schnell Artefakte bringen. Ja. Ja. Aber wir haben ja schon gesagt, dass der Power-Level höher ist, ne? Klar. Ja.
Dafür habt ihr in dem Set aber keine Storyline. Das ist einfach nur Power-Karten-Support. Ne? Ja. Ja. So. Tut nicht so weh. Ja. Kautsgesang ist die nächste Karte. Blau, ein blaues Mana, Spontanzauber. Neutralisiere ein Artefakt, Kreaturen oder Planeswalker-Zauber deiner Wahl. Sein Beherrscher erzeugt einen 2-2 blauen Vogelkreaturen spielt mit Flugfähigkeit. Boah, finde ich den stark. Für ein blaues Mana was neutralisieren. Hammer. Ja. Total krass. Es ist so. Das ist dann okay, wenn der Gegner einen 2-2er bekommt, wenn du da halt die krasse Bedrohung daraus nimmst. Ja, heftig. Sehr cool. Heftig. Ne? Also, ja. Countern für ein Mana oder für ohne Mana ist schon einfach blöd. Das ist immer sehr gefährlich. Ja. Ja. Da merkst du aber auch, dass Magic auch schneller wird. So einfach. Klar. Ne? So, nächste blaue Karte ist der launische Sturmskeader. Blau und 1, 3, 2. Fliegend. Fluchsicher vor aktivierten und ausgelösten Fähigkeiten. Und wenn er ins Spiel kommt, tausche die Kontrolle über den launischen Sturmskeader und eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Falls du dies tust, erhältst du 4 Energiemarken und opferst dann jene Kreatur, es sei denn, du bezahlst eine Energiemarke in Höhe ihres Mana-Betrags. Da hast du praktisch eine Kreatur, Control Magic, kann ich tauschen. Ja. Interessant ja. Auch, ja. Ja, ne, einfach Magic gibt dir einfach viele Optionen, finde ich mittlerweile so. Ne? Und auch da wieder gucken, ob das wieder einen Support in irgendein Deck reinbekommt. Wir werden es sehen. Nächste Karte ist erstmal eine Mythic Rare. Es sind ja noch nicht alle Spoiler veröffentlicht. Also wir sind jetzt ja, die Spoiler-Season ist gerade gestartet, aber es kommt dann ja wirklich so schubweise zack innerhalb einer Woche. Das heißt, wir geben euch jetzt mal diesen Überblick und dann sehen wir den Rest in den Unboxings. Aber da werden noch ein paar Highlights uns erwarten, die jetzt noch nicht gespoilert wurden. Das muss ich auch noch mal kurz sagen. Das sowieso. So, aber haben wir eine Mythic Rare, Schatten der zweiten Sonne. 2 blaue und 4, eine Aura, verzaubert einen Spieler. Zu Beginn der Hauptphase nach dem Kampf des verzauberten Spielers gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Startphase. Oh. Das heißt, das Endsegment findet nach dem zusätzlichen Entapp-, Versorge- und Zielsegment statt. Und das dann halt immer. Du ziehst eine Karte, du enttappst deine Kreaturen, du hast deine ganzen Länder wieder bereit, um sie zu tappen für irgendwelche Zaubersprüche. Ja, du hast ja nach dem Kampf eh nochmal eine Hauptphase, ne? Also ja, krass. Ja. Mega stark. Und das für 6 Mana, ne? Ja. Also vorher, früher hast du sowas gehabt, dass du es einmal machen kannst für 5 Mana, jetzt hast du es als Verzauberung dann für immer für 6 Mana. Für immer, ja. Also blau ist stark. Eine Farbe, die ist sehr, sehr stark. Ne? Anfänger gehen oftmals nicht zu blau, aber... Ja, weil Blau schon ziemlich tricky ist, aber Blau ist auch sehr, sehr stark. So, Tamyo, neugierige Schülerin, ist dann der blaue Planeswalker, den wir hier im Set drin haben. Für ein blaues Mana, legendäre Kreatur, Mondvolk, Zauberer, 0-3, fliegend. Immer wenn Tamyo, neugierige Schülerin, angreift, stelle Nachforschung an. Erzeuge einen Hinweis, Spielstein, er ist ein Artefakt mit eine 2 und opfere dieses Artefakt, ziehe eine Karte. Wenn du deine dritte Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, schicke Tamyo ins Exil, bringe sie dann transformiert unter Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Da haben wir zum Beispiel in Autos von Thunder Junction auch schon viele Karten gehabt, die darauf abzielen, wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst. Ja, auch in World and Card of Mana gab es das ja auch ganz viel. Ja. Also das kriegt man sehr, sehr schnell hin inzwischen. Ja. Tamyo, erfahrene Gelehrte, ist dann der Planeswalker mit 2 Loyalitätsmarken und sagt für +2, immer wenn du bis zu deinem nächsten Zug eine Kreatur dich oder einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreift, erhält sie -1/-0 bis Ende des Zuges. -3, bringe eine Spontan-Zauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Falls es eine grüne Karte ist, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Und -7, ziehe die Hälfte der Karten in deiner Bibliothek aufgerundet. Du hältst ein Emblem mit, du hast keine maximale Handkartenzahl. Okay. Fancy. Ja, das ist dann einfach, die willst du einfach schnell hochpushen und dann eskaliert die total. Ja. Ne? Ja. Gerade vor allem in dem Deck, wo du dann ja auch spielst, viele Karten zu ziehen. Ist jetzt nicht mein Spielstil, dann gehen mir einfach zu viele Effekte durcheinander. Ne? Aber, ja, super One-Drop. Aber andere lieben es, ne? Ja. Ja, du kannst also, das ist ein schöner One-Drop. Ist ein schöner One-Drop. Mega krass. Du kannst dich immer noch für den Counterspell opfern. Ja. Ja, ist ja so. So, Vorbotin der Meere. Da Mehrfolgzauberer für 2 blaue und 1, 2-2er Kreatur. Nicht-Standardländer sind Inseln. Ja, das kann auch immer sehr, sehr gefährlich sein.
Das in Multiplayer oder halt auch in Modern. Kann man perfekt Inseltarnung spielen? Weil ja. Ist ja auch deine, die Karten deiner Gegner sind ja dann es auch Inseln. Es schaltet auch einfach viel aus. Ne? Also ja. Wenn du sagst, ich will jetzt irgendwie mehr farbig irgendwie spielen, dann hast du ja sehr, sehr viele Nicht-Standardländer. Also ja. Standardland ist ja hier Sumpf, Ebene, Gebirge, Tralane. Ja, und dann kommt der Blauspieler. Ja, und macht dir alles kaputt. Ja. Das sind jetzt vor allem kannst du dann Spiele. Removal eventuell dann gar nicht mehr spielen, weil du hast ja nur noch blaues Mana. Ja. Ne? Ja. Ja. So. Und Wirrsturm ist auch wieder mit drin für ein blaues Mana. Das ist die Buy-Box-Promo. Das ist die Buy-Box-Promo. Hm, guck mal. Die bekommt ihr aber nicht online, sondern nur bei In-Store-Käufen. Ne? Also hier bei uns, wenn ihr im Store vorbeikommt, dann gibt es die Buy-Box-Promo dazu. Ein blaues Mana, Spontanzauber, neutralisiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 1. Und die hat Sturmfähigkeit, das heißt, wenn wir mehrere Sachen gesprochen haben, dann steckt sich das so hoch, zack, 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 und dann muss man entsprechend mehr Mana bezahlen, je nachdem, wie viele Sprüche wir vorher gesprochen haben. Ne? Da siehst du auch, dass es ein Set für fortgeschritten ist, dass die Fähigkeit gar nicht mehr erklärt wird. Ja. Das muss man dann, wenn man neu bei Magic ist, einfach mal kurz googeln. Ne? Ja. Was ist denn Magic Sturm? Ne? Ist Sturm nicht, dass es öfter getriggert wird? Ja. Ja. Für die Zauber, die du vorher gespielt hast, triggert es dann öfter. Ja. Ja, ja. Genau. Aufflackern, jetzt sind wir bei Schwarz. So. Ja. Und es geht mit der aufflackernden Bosheit los. Zwei schwarze und zwei Mana Spontanzauber. Du kannst eine schwarze Nicht-Spielstand-Kreatur opfern, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Also. Jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker mit dem höchsten Mana-Betrag unter den Kreaturen und Planeswalkern, die er kontrolliert. Okay. Ja. Man kann es natürlich auch Spieler opfern. Ja. Also Opfern spielt um Unzerstörbarkeit herum. Richtig. Weil du musst ja opfern. Ne? Und du spielst es ja immer so, dass also du nimmst jetzt ja die Stärkste weg, das heißt nicht irgendeine. Richtig. Es zielt auch auf Planeswalker, ich finde die sehr, sehr stark, weil irgendwie ja, ne? Und es klappt ja auch, wenn du selber nichts mehr zum Opfern hast, weil du meinetwegen deine einzige Kreatur wegopfert hast oder so. Also du spielst das Deck ja, die Karte in dem Deck ja mit einer Strategie. Richtig. Ja. Ne? Ja. Sollte man zumindest. Oder einfach mal raushauen. Ne? Ja. Sich Freunde machen. Mhm. Wir gehen mal zur nächsten. Der Barackenseelenschänder. Händler. Ein Zombie-Goblin-Zauberer für Schwarz und 2. 3-3er-Kreatur. Bezahle einen Lebenspunkt, opfere eine andere Kreatur, erzeuge einen Schatzspielstein. Ja. Ja, kann man ja natürlich perfekt in einem Opferdeck spielen, ne? Genau. Immer wenn eine Kreatur stirbt, triggert irgendwas, passt ja dann perfekt. Kriegst noch Schatz. Ich schätze, um dann mehr auszuspielen, ne? Ja, ja, ja. So. Ktonischer Albtraum. Für Schwarz und 1 eine Verzauberung. Wenn er ins Spiel kommt, erhalten wir 3 Energiemarken. Und wir können x Energiemarken bezahlen. Opfer eine Kreatur, bringe den Albtraum auf die Hand seines Besitzers zurück. Bringe dann eine Kreatur und kann dann der Wahl mit Mana-Betrag x aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Aktiviere die Fähigkeit wie eine Hexerei. Da können wir entsprechend reanimieren. Ich bin einfach so geflasht von diesen Framebreak-Artworks. Ne? Das ist immer so, also die sehen alle so fantastisch aus. Ne? Ja, das du willst doch dann ziehen und ja. Dein Deck packen. Ist doch viel cooler als das normale Artwork. Da hast du verschiedene Gruppierungen. Also ja. mir als Oldschool-Spieler gefällt eigentlich tatsächlich der Retro-Frame am besten. Ja. Andere, die aber die zum Beispiel das Retro meistens. Gar nicht kennen, das Normale ist ja das moderne Artwork. Ja. Du sagst, das Alte kenne ich gar nicht, finde das Moderne wieder besser. Und dann haben wir praktisch alle drei hier vertreten. Ja. Ne? Ja, aber ja, und ich verstehe die anderen beiden nicht mehr. Genau deswegen machen die das ja. So, es ist ein starker Reprint hier. Sohn von Yagroth. Ja. Ja, ne, Voss kostet irgendwie 3 phyrexianische Mana und 4. Und das phyrexianische kann entweder mit Schwarz oder 2 Lebenspunkten bezahlt werden. Richtig. Er ist 2-2, hat dann aber Lebensverknüpfung und sagt, für jedes schwarze Mana in den Kosten kannst du 2 Lebenspunkte anstelle von Mana bezahlen. Das bezieht sich auf andere Karten, die wir dann spielen. Ja. Heißt also, wir haben alle theoretisch phyrexianisches Mana. Genau. Ja. Immer wenn du einen schwarzen Zauberspruch wirkst, leg eine +1/+1 Marke auf gesundes Yagmoth. Ne? Ja. Ist eine sehr spezielle Karte, ich finde die aber sehr, sehr cool, weil ich wirklich auch einfach so ein bisschen schwarz-weiß als Kombination weiß Lebenspunkte generieren und dann kannst und du dann da kannst mit du Lebenspunkten bezahlen, ja. Finde ich halt ein super starker Engine. Ja. Naja, das ist kostet schon sehr, natürlich sehr auch 7 Mana, aber ja. Kannst du auch mit Leben bezahlen. Ja. Kannst du mit Leben bezahlen, gerade fürs Commander-Format haben wir 40 Lebenspunkte, ja. Ne, dann ja, ist das da interessante ist so Karte. Aus.
So, gespannt bin ich auch auf den Kaiser der Knochen. Da haben wir jetzt einen Skelettadligen für Schwarz und 1-2-2-Kreatur, der sagt, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug schickst du bis zu eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Mhm. Irgendein Friedhof. Dann hat er Adaptieren 2 für 2 Mana. Und was? 12+1+1 Marken auf ihn drauf, wenn er noch keine Marken hatte. Richtig. Okay. Und sagt, immer wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf den Kaiser der Knochen gelegt werden, bringe eine Kreaturenkarte, die vom Kaiser der Knochen ins Exil geschickt wurde, mit einer Endgültigkeitsmarke unter deiner Kontrolle ins Spiel. Sie erhält Eile, opfere sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Genau, das machen wir ja mit unserem Adaptieren hier zum Beispiel auch. Und es ist halt einfach auch immer schön, wenn du halt gegnerische, also was du ja wahrscheinlich oft machen wirst, ist halt einfach Karten aus dem gegnerischen Friedhof exilen, weil die willst du ja auch einfach rausnehmen, ne? Du musst natürlich dann gucken, dass du noch weiterhin Marken auf ihn drauflegen kannst, ne? Ja, du kannst ja nur einmal adaptieren. Richtig. Ich gehe schon mal zum nächsten. Das ist der Niedergäuf. Wir haben also wieder Tamogäufs, Jugas. Es gibt, glaube ich, auch ein Commander-Deck, behandelt ja, glaube ich, auch diese Gäufs. Ne? Okay. Aber die werden wir dann ja auch noch, die werden wir ja auch noch dann geunboxed sehen. Aber jetzt reden wir mal über den Niedergäuf. Für ein schwarzes Mana ist er halt ein Lurgäuf als Kreaturentyp mit Sternchen in der Stärke und 1+ Sternchen in der Widerstandskraft und sagt dann, die Stärke des Niedergäufs ist gleich der Anzahl an Kartentypen in deinem Friedhof und seine Widerstandskraft gleich dieser Zahl +1. Kartentypen sind Länder, Artefakte, Kreaturen, Verzauberung und so weiter. Ja. Ne? Spontanzauberhexerei. Befreiung, schwarz und 2, schick eine beliebige Anzahl an anderen Karten mit insgesamt 4 oder mehr unterschiedlichen Kartentypen aus deinem Friedhof ins Exil. Du kannst diese Karte aus dem Friedhof für ihre Befreiungskosten wirken. Ja. Und man das kann sich den Friedhof ja auch so einfach dann vollschmeißen, ne, mit irgendwie hier, pack so viele Karten in deinen Friedhof oder was. Also da ist einfach da auch wieder... Und da ist definitiv auch schwarz die bessere Farbe als grün jetzt, ne, für Tamogolf, ne. Schwarz, da milst du ja, oder schwarz-blau ist ja so eine Kombi, da milst du ja viel und holst dir das dann alles wieder oder so. Darum. Sehr cool. Ophidomant ist dann die nächste Karte, wieder ein Reprint für Schwarz und 2 Mana, 2/2er Mensch-Samane zu Beginn jedes Versorgungssegments. Und falls du keine Ophis kontrollierst, erzeugen 1/1 schwarzen Ophis-Kreaturen-Spielstand mit Todesberührung. Ne? Auch cool, weil da hast du zum Beispiel deinen Token-Generator. Ja. Den du einfach wegopfern kannst für irgendwelche Effekte und es kommt dann immer eine neue Schlange und wenn du das im Multiplayer spielst, dann kannst du immer schön wegopfern und kannst irgendwie... Richtig. Und wenn du nicht wegopferst, dann sind die Gegner trotzdem immer die ganze Zeit so... Ja, weil da liegt halt eine Kreatur mit Todesführung. Weißt du, das ist immer so... Ja, echt jetzt? Oh Mann! Sehr, sehr schön finde ich dann auch das Artwork vom Sorin vom Hause Markov. Ich bin eigentlich tatsächlich ein Sorin Planeswalker-Fan. Aber du meinst das, ich mag das Sorin auch. Framebag-Artwork. Ja. Nee, das Normale finde ich hübscher. Ich finde das, wenn er so schön an die Seite gelehnt ist. Ja, ja klar. Ich finde, der Tisch sieht halt so festlich aus im normalen Artwork. So, auf jeden Fall. Beide sehen super aus. Ist er ein 1/4er Mensch, Adliger mit Lebensverknüpfung und hat Abnötigen. Das heißt, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, kannst du schwarz-weiß als Hybrid bezahlen, also entweder schwarz oder weiß Mana. Falls du dies tust, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst entsprechend viele Lebenspunkte dazu. Das bietet sich natürlich schon wieder fürs Multiplayer-Format an. Zu Beginn deiner Hauptphase, nach dem Kampf und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazu erhalten hast, schicke Sorin vom Hause Markov ins Exil und bringe den Transfer mit unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Das heißt, wenn wir im Commander-Matchup spielen mit 3 Gegnern, funktioniert das eigentlich sofort. Richtig. Ja. So. Und dann als Planeswalker sieht er ein bisschen böse aus. Ne? Er kommt mit 3 Loyalitätsmarken rein und sagt immer noch abnötigen. Ne? Und für +2 erzeugen wir einen Speisespielstein. Für -1 fügt er einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten hast. Das gefällt mir in der Kombination zu Schwarz-Weiß so richtig gut. Ja, ja. Eine Speise gibt dir ja auch 3 Lebenspunkte. Ja. Und für -6 übernimmst du die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Sie wird zusätzlich zu einem anderen Typen zu einem Vampir. Lege eine Lebensverknüpfungsmarke auf sie, falls du ein weißes Permanent außer Sorin und jener Kreatur kontrollierst. Krass. Auch die Lebensverknüpfungsmarke. Oh, schön. Ja. Holst dir eine krasse Kreatur vom Gegner, legst eine Lebensverknüpfungsmarke drauf und machst dann wieder -1 Fähigkeit vom Sorin. Ne? Auch eine sehr tolle Kreatur. Ja, einfach. Aber wir haben gesagt, das ist ja praktisch jetzt ein Set, das euch Power-Level gibt.
sieht man. Und da findet man, sehen das ja. Da findet jeder was, quer durch alle Farben. Und wir gehen mal weiter mit Rot und bringen da die aufflackernde Verdopplung. 2 Rote und 1 Spontanzauber. Nee, da kannst du eine Rote nicht spielen, der Kreatur opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Finde ich mega spannend. Ja. Weil du kannst das auf gegnerische Sprüche machen oder auf deinen eigenen auch, weil dann diese zusätzlichen Mana-Kosten ja entfallen, wenn du einfach sagst, ich hau da eine Kreatur rein. Ja, ist recht, wenn du halt irgendwie so einen fetten X-Spell spielst oder sowas, den willst du ja auch richtig, da willst du ja auch einfach dein ganzes Mana reinballern oder hast du da irgendwie so Dunner Vernichtung, irgendwie so einen 10-Mana-Spell oder sowas, dann hast du vielleicht einfach die 3 Mana nicht mehr übrig. Burn aber so kannst du halt einfach gratis spielen, dann hast du hier 2-mal den 10-Mana-Zauberspruch und dann so, Eskalation vorprogrammiert, ja. Ich muss doch noch mal, wo ich es gerade sehe, auf eine Karte mal eben kurz eingehen, die jetzt ungewöhnlich ist. Aber einfach nur, dass man noch sieht, wir haben auch einfach hochpreisige Karten im Uncommon-Slot als Reprint. Oh. Und das ist die Karte Dahinschmelzen. Das ist eine Karte, die ist halt auch wirklich turnierrelevant und einfach preislich sehr hoch gegangen, weil es gab von der Karte noch keinen Reprint. Und die kommt halt ursprünglich aus Ursas Saga, ist halt einfach mega alt. So, ne? Richtig. Ist eine Hexerei, sagt für ein schwarzes Mana und X. Ein rotes. Ein rotes Mana und X, zerstöre jedes Artefakt mit Mana-Betrag X oder weniger. Ja. So, und jetzt haben wir, die ist ja auch so hochgegangen, weil jetzt haben wir auf einmal ganz viele Schätze und sonst irgendwas oder so, die ja gar keinen Mana-Kosten haben oder so. Ja, und du kannst es für ein rotes, kannst schon mal alle Schätze wegmachen oder so. Ja, weil die ja Mana-Betrag von 0 haben. Ja, richtig. Genau. Ja. Ne, oder entsprechend auf das Ganze auch hochpushen oder so und dann einmal das Board dann wipen. So, ja. Ne, so. Ja. Und die kannst du einfach im Uncommon-Slot halt jetzt ziehen. Ja, das heißt, wir haben jetzt nicht nur den Power-Level bei den Rares und Mythics, sondern auch entsprechend, wie gesagt, im Uncommon-Bereich auch einfach da auch neue formatunterstützende Karten, aber auch Reprints, turnierrelevanter, teurer, älterer Karten. Ja. So, ne? Also da kriegt man richtig was. Und auch im Old-Border-Frame hier. Ja. Yeah. So, jetzt aber die nächste Rare-Karte. Ist dann Lelia Neugeschmiedete Klinge. Rot und 2, ein Geistkrieger 2-2 mit Eile. Wenn sie angreift, schickt die oberste Karte der Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Das haben wir mittlerweile oft. Ja. Ne? Also, aber das ist auch wirklich stark. Macht dich einfach deutlich schneller. Ja. Ja. Immer wenn ein oder mehrere Karten aus deiner Bibliothek und oder aus deinem Friedhof ins Exil geschickt werden, legen wir eine Designsmarke auf Lelia. Ne? Und das macht sie dann ja auch schon selber. Richtig, über den Angriff, so zack. Ne? Ja. Ja. Ja, gibt es ja auch jetzt viele Fähigkeiten, die sagen, hol dir was aus dem Friedhof zurück und schick dafür Sachen aus dem Friedhof ins Exil. Und dann pumpt sie das ja auch immer wieder. Ne? Die nächste Karte auf jeden Fall ist dann jetzt das Machtgleichgewicht. Mhm. Für 2 rote Verzauberung. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, kannst du die oberste Karte der Bibliothek aufdecken. Falls du dies tust, kannst du jene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, falls beide Zaubersprüche denselben Mana-Betrag haben. Oh, das wird wieder... also zum einen ist das spannend, weil du natürlich generell im Modern-Format niedrig Mana-Karten spielst, weil es einfach ein schnelles Format ist. Aber zum anderen kannst du natürlich entsprechend auch, wenn man mit dem deshalb geht es aber wieder ins Profi-Segment, dass man den Zauberspruchstapel, die Abhandlung der Effekte auch so machen kann, dass man sich auch entsprechend irgendwie in Reaktion irgendwie Karten nach oben legt, bla bla bla, die dann genau diesen Mana-Betrag irgendwie haben, dass man das so hinfummelt. Dass das funktioniert. Aber das ist dann natürlich wieder ein bisschen höher vom Skill. Sehen wir auch, das ist die Bundle-Promo. Auch. Ach, ja, also findest du natürlich auch im normalen Set, aber ja. Dann geht's zum Phönix des Detektivs. Rot und 2, Verzauberungskreatur Phönix 2-2 mit Göttergabe Rot und Beweissicherung 6. Das heißt, um diese Göttergabekosten zu bezahlen, bezahle Rot und schicke Karten mit Gesamtmaterial von 6 mehr aus der Friedhof ins Exil. Generell ist der als Kreatur ist der Fliegend Eile 2-2 und du kannst ihn dann nachher mit Hilfe der Göttergabekosten aus seinem Friedhof wirken und dann wird er ja, wenn er gewirkt ist, zu einer Verzauberung, die an eine andere Kreatur angelegt wird und verzaubert dann die Kreatur, die verzauberte Kreatur +2/+2 oder Flugfähigkeit und Eile. Das heißt, er kommt dann als Verzauberung wieder. Ja. Ja. Ne? Du kannst ihn aber auch direkt aus deiner Hand mit Göttergabe spielen. Ne? Ja, okay. Du kannst ihn natürlich auch direkt an die Kreatur anlegen und wenn die Kreatur stirbt, wo der Phönix natürlich angelegt ist, wenn die stirbt, kriegst du natürlich den Phönix jetzt ganz normal ins Spiel. Ja. Oder wenn du jetzt auch sagst, ich möchte sie an, keine Ahnung,
Emrakul ranlegen und der Gegner zerstört Emrakul, dann kommt sie auch einfach direkt so ins Spiel und nicht als Verzögerung. Der Gegner zerstört Emrakul nicht, Emrakul zerstört den Gegner. Stimmt. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Ne? Wir kommen gleich noch zu den Eltern. Göttergabe aber auch immer eine coole Fähigkeit. Ja. Ich gehe mal zum Potenzialrad. Das ist die Rothexerei für Rot und 2. Du hältst 3 Energiemarken, dann kannst du wieder X und X Energie bezahlen. Also das haben wir dann auch pro Farbe. Mhm. Jeder Spieler kann seine Hand ins Exil schicken und X-Karten ziehen. Falls X7 oder mehr ist, kannst du Karten, die du besitzt und die auf diese Weise ins Exil geschickt wurden, bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Ne? Ja, finde ich auch interessant. Ja. Gewiss ist nur eins, das Rad führt zu Chaos. Mhm. So, roter Planeswalker ist Rahl, der Monsunmagier. Rot und 1/3. Spontan zaubern Hexereien, die du wiegst, kosten beim Wirken ein weniger. Das ist auch schon krass, weil du dann da richtig durchballern kannst, ne, und hier die ganzen Damage- und Counterspells oder so einfach nochmal günstiger droppen kannst. Immer wenn du während deines Zuges einen Spontanzauber einer Hexerei wirkst, wirf eine Münze. Falls du den Münzwurf verlierst, fügt dir Rahl einen Schadenspunkt zu. Falls du den Münzwurf gewinnst, kannst du Rahl ins Exil schicken. Falls sie es tust, bringen, transformiert zurück. Aha. Und dann ist da das Leylinien-Naturtalent mit 2 Loyalitätsmarken. Er kommt für jeden Spontanzauber und jede Hexerei, die du in diesem Zug gewirkt hast, mit einer zusätzlichen Loyalitätsmarke ins Spiel. Oh. Und das ist ja so richtig random dann, ne? Absolut. +1. Bis zu deinem nächsten Zug kostet Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, beim Wirken ein weniger. -2. Rahl fügt 2 Schadenspunkte zu deren Aufteilung auf 1 oder 2 Ziele deiner Wahl, du bestimmst. Ziehe eine Karte, falls du ein blaues Permanent außer Rahl kontrollierst. Also Schaden schießen und Karten ziehen in 1. Ja. Und -8, die wir aber eventuell auch schon relativ schnell erreichen können, weil er ja den Anfangstrigger hatte hier. Schicke die obersten 8 Karten deiner Bibliothek ins Exil. In diesem Zug kannst du davon Spontanzauber und Hexereien wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Okay. Alles klar. Ja, aber Blau-Rot ist da einfach, da haben wir schon Decks eskalieren sehen. Ja. Zuletzt auch hier in Outlaws von Standard Junction. Ja. Ne, das Commander-Deck. Ich habe sehr viel Respekt davor. Ich auch. Fiese Kombination. Gut, aber dann geht es jetzt weiter mit Grün. Die aufflackernde Kultivierung ist die erste Karte, 2 Grüne und 1. Du kannst aber eine grüne Nichtspielkreatur opfern, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Durchsuch deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, zeig sie offen vor, bringe davon eine getappt ins Spiel, nehme die andere auf deine Hand und mische danach. Ja. Einfach Ramp. Ist ja perfekt, um Landung zu triggern. Ja. Ne? Ah. Ja. So, Bewahrer des Waldes. 1 grünes Mana, 1/1 Menschzauberer. Opfere ein Land, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält Verhülltheit bis zum Ende des Zuges. Das heißt, die kann die Ziele von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Das können wir entsprechend natürlich machen, nachdem eine Kreatur von uns angezielt wurde, mit irgendwie hier Removal und sagen, nö, in Reaktion darauf mache ich irgendwie das hier und dann ist Last In, First Out und zack, ist das gut. Ne, und da sehen wir auch schon mal 2 Karten, die einfach schon mal gut miteinander interagieren. So krass fand ich aber jetzt hier als Mythic Rare kommt da Eladamri, der Korvekdal. Ne? So, ist einfach eine neue Form vom Eladamri, ist eine ältere Karte, die wir aus dem Magic Universum schon kennen. Sagt für 2 grüne Mana und 1 ist der 3/3er legendärer Elfkrieger. Ja. Einfach mega cooler Support für zum Beispiel Elfendecks, haben wir ja schon mal die besten Elfen in Magic vorgestellt. Was kann er denn? So, für 3 Mana kannst du dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Mhm. Du kannst aber auch Kreaturenzauber oben von deiner Bibliothek wirken. Sehr stark. Ne? Immer gut. Ja. Ja, und da dann auch da irgendwie, ja, ne? Das bietet dich einfach schon mal. Und er hat noch die Fähigkeit für Grün und Tappen und tappe 2 ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst. Zeige eine Karte aus deiner Hand oder die oberste Karte deiner Bibliothek offen vor. Falls du auf diese Weise eine Kreaturenkarte vorzeigst, bringe sie ins Spiel. Aktiviere die Fähigkeit nur während deines Spiels. Für ein grünes, ich zeige dir einen Emrakul. Ja, du musst aber entsprechend auch natürlich noch 2 ungetappte Kreaturen, aber jetzt können irgendwelche Mana-Elfen sein. Ja, aber in einem Elfendeck macht man sich ja schnell kleine Elfenkreaturen. Richtig. Kann man einfach noch so einen Eldrazi mit rein. Ich hab's einfach noch einen Nano-Elfen. Ja, Elfen sind einfach irgendwie schnell und viel und einfach. Und mega krass stark. Wir können sagen, es gibt auch wieder Support für Elfendecks. Ja. Ne? Ja. Existenzräuber. Und Eldrazi-Support.
Ja. Wir haben den ersten Eldrazi hier, ne, mit dem Existenzrauber für grün und das, die Raute ist farbloses Mana. Das können wir aber dann auch nur, und daneben die 1 im Kringel ist beliebiges Mana. Farbloses Mana können wir auch nur entsprechend über Länder generieren, die farbloses Mana erzeugen. Ja, über, da gibt es ja entsprechend Wüsten, die dann farbloses Mana Ödnisse machen. Ne? Ja. Ödnisse, Entschuldigung. Ja. Ne? Und auch in diesem Set werden wir auch wieder da, zum Beispiel eine Snow-Covered Ödnis wird es dann geben. Ne? Dass wir die auch in Snow-Covered-Text irgendwie reinschmeißen. Yeah. Ne? Ja. So, Fahl sagt, diese Karte hat keine Farbe, weil die Eldrazi immer keine Farbe haben, weil in der Regel bestimmt sich die Farbe einer Karte über die Mana-Symbole, die in den Casting-Kosten enthalten sind. Und das ist jetzt einfach dann deswegen einfach, ist halt farblos, extra als Fähigkeit. 3-4. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, schicke bis zu einem Permanent deiner Wahl mit Mana-Betrag 4 oder weniger, das weder eine Kreatur noch ein Land ist und das dein Gegner kontrolliert, ins Exil. Falls du dies tust, erhält der Existenzräuber, wenn diese Kreatur das Spiel verlässt, zieht ein Gegner deiner Wahl eine Karte. Ja. Ja, kannst du wieder was exilen entsprechend, ne? Ja. Hm? So, gespannt bin ich jetzt aber mal auf Grist, die gefräßige Larve. Für ein grünes Mana, ein Insekt Mythic Rare. 1-2 mit Todesberührung. Yippie! Immer wenn Grist oder eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls sie aus deinem Friedhof ins Spiel gekommen ist oder du sie aus deinem Friedhof gewirkt hast, kannst du ein grünes Mana bezahlen. Falls du dies tust, schicke Grist ins Exil und bringe ihn dann transformiert unter der Kontrolle ins Spiel zurück. Und dann ist der Grist der Seuchenschwarm. 3 Loyalitätsmarken und für plus 1 erzeuge ein 1-1 schwarzen grünen Insektkreatur und Spielstein. Dann millst du 2 Karten, lege eine Todesberührungsmarke auf den Spielstein, falls auf diese Weise eine schwarze Karte gemillt wurde. Mhm. Die Karte bietet sich an für schwarz-grüne Decks. Was? Minus 2, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Oh, sehr und stark. Minus 6, erzeuge für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof einen Spielstein, eine Kopie von ihr ist, außer dass er ein 1-1 schwarz-grünes Insekt ist. Hat aber dann die ganzen Fähigkeiten, ne? Also ich glaube, ich wiederhole mich, aber ist ein guter One-Drop. Ja, ja, ist ein guter One-Drop. Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja, meine Güte. Sehr, sehr stark. Das ist ein Power-Level. Jetzt haben wir, es gibt die Karte Wren and Six oder Wren und Sechs und jetzt haben wir 6. Ja. Ne, der ist dann praktisch jetzt mal ausgekoppelt. Für ein grünes und 2 Mana ein Baumhirte, 2-4 mit Reichweite. Immer wenn 6 angreift, millst du 3 Karten. Du kannst davon eine Länderkarte auf deine Hand nehmen. Solange es dein Zug ist, haben nicht Land permanent Karten in deinem Friedhof zurückverfolgen. Das heißt, du kannst permanent Karten aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu den anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Finde ich auch mega interessant. Baumhirten-Support. Ja, und natürlich auch Baumhirten-Support, ja. Ne? Ja, auch sehr nice. Ja. So. Ich sehe schon wieder hier Ankam-Karten, die auch ganz, ganz nice sind. Mm-hmm. Aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, nee, okay, sondern gehen zu den mehrfarbigen Karten. Ja, wir müssen ja mit der Sendung hier auch mal ein bisschen durchballern hier. Ne? So, dann haben wir Arna Kennerüt, Geschwaderführerin. Jetzt eine dreifarbige, ne, legendäre Kreatur, Menschritter mit Schwarz, Blau, Weiß und 2-4-4 Fliegen, Lebensverknüpfung, Abwehr, eine Karte abwerfen. Das finde ich immer cool. Also einfach, dass auch die Abwehrkosten, also das, ne, die Karte ist da praktisch geschützt, außer dann in dieser Effektwirkung, schützt die Karte schon sehr, sehr stark. Also ja, es tut dem Gegner schon richtig weh, dann dafür eine Karte abwerfen zu müssen, um die zum Ziel nehmen zu können. Ja. So, ne? So, und sagt dann, immer wenn eine modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, angreift, verdopple die Anzahl an Marken jeder Sorte auf ihr, erzeuge dann für jedes Nicht-Spielstein permanent, das an sie angelegt ist, einen angelegten Spielstein, eine Kopie jedes Permanents ist. Also Marken, Auren und sowas, Ausrüstung und sowas, genau, sind ja alles Modifikationen. Ja, ja. Und die verdoppelt das alles. Spannend, ne? Da sehen wir auch wieder, ist einfach cooler, auch wieder ein Commander-Game-Support, so den ihr im Booster dann irgendwie dann auch ziehen könnt, wo man sich einfach coole Decks drum wird bauen können. Ne? Richtig. Ja. Ja, und Brea Ethereum-Formerin ist dann da die nächste entsprechende spannende Karte. Ja, cool. Vierfarbig jetzt, weiß, blau, schwarz, rot. Legendäre Artefakt-Kreatur Mensch, 4-4. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeugen wir 2-1-1 blaue Top-Da-Artefakt-Kreatur und spielen Flugfähigkeit. Und für 2 Mana können wir 2 Artefakte opfern, wir schützen 1. Also sie bringt praktisch die Kosten schon oder das Material schon mit, was wir dann wegopfern könnten. Brea fügt einem Spieler oder Planeswalker deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Eine Kreatur deiner Wahl hält minus 4 Minuten des Zuges. Du hältst 5 Lebenspunkte dazu. So, und die ist natürlich präsentiert, um die einfach in so einem coolen Artefakt-Deck oder irgendwas dazu zu sprechen. Oder ich glaube, so, ne? Die war auch schon mal ein Commander in einem. Ja, ich kann mich auf jeden Fall nochmal dran erinnern, dass Brea früher in einem Commander-Deck
drin war, aber ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das jetzt ob diese, da, ob das Variante, genau diese Variante von Brea war das nicht, das war eine andere. Aber das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich sie so gesehen habe, den Charakter. Ne? Also, auch cool, dass er wieder drin ist, Gut, wir gehen jetzt nicht auf die Commander-Deck-Karten ein, sondern bleiben mal bei der normalen Booster-Edition. Ja. Ne? Das heißt, die nächste Karte ist dann die Nekroblüte. Eine legendäre Pflanze. Weiß, mit schwarz, Landung. Grün und 1. Ja, 2-7 mit Landung. Also immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, dann zeigt er 0-1 grünen Pflanzekreaturen-Spielstand. Falls du 7 oder mehr Länder mit unterschiedlichen Namen kontrollierst, erzeuge stattdessen einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstand. Und Länderkarten in deinem Friedhof haben Ausgraben 2. Das heißt, du kannst die Länderkarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen und 2 Karten millen, anstatt eine Karte zu ziehen. Okay. Auch fancy. Ich finde halt beim, beim Alternate Artwork ziemlich cool, dass man halt, das hattest du vorhin erwähnt, ja, dass man halt im Bauch der Nekroblüte noch, noch eine Person sieht. Ne? Ja, genau, den Zombie. Sehr, sehr cool. So, dann geht's weiter mit Genku, Gestalter der Zukunft. Legendärer Mondvorzauberer, weiß-blau 2-2-5. Immer wenn du ein anderes Nicht-Spielstand permanent, das du kontrollierst, das Spiel verlässt, bestimme eines, das in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Erzeuge einen Kreaturenspielstand mit einem Set an Eigenschaften. 2-2 weißer Fuchs mit Wachsamkeit, 1-2 blaues Mondvolk mit Flugfähigkeit, 1-1 schwarze Ratte mit Lebensverknüpfung. Ne? Und er hat noch die Fähigkeit für weiß, blau und 3, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Auch fancy. Spannend, ne? Finde ich auch cool. Spannend, ja. Mag ich. Ja, einfach viele Karten, die auch mal ausprobieren können. Ne? Also da geht ja Magic auch wirklich so, wirklich in diese Schiene, habe ich ja anfangs gesagt, irgendwie hier coole Karten, habt Spaß, ne? Let's go. Und da hast du auch so einen breiten Mix einfach, ne? Dass es dann wirklich so jeder mal gucken kann. So, dann ist die nächste Karte Kalia von der Weite. Rot, weiß, schwarz und 1, Menschkleriker 2-2, fliegend. Immer wenn sie einen Gegner angreift, kannst du eine Engel-, Dämon- oder Drache-Kreaturenkarte aus deiner Hand getappt und jenen Gegner angreifend ins Spiel bringen. Ist so stark. Ich weiß, du hast ja auch einen Commander-Deck über Liebe Kalia. Ja. Ja. Und halt auch Framebreak. Mm. Ist aber auch einfach eine coole Commander-Karte. Ja. Also ja. Das sind auch Farben. Ja, die ist super stark. Ne? Commander, mega. Und halt diese drei Farben, nur Rot, Weiß, Schwarz, ist auch eine geile Kombination. Ja, und einfach diese Fähigkeit von wegen Engel, Dämonen, Drache-Kreatur oder so, da ist ja findet jeder irgendwas. Du spielst sie halt für 4, sie greift halt dann im nächsten Zug an und dann kannst du direkt so einen 10-10er Drachen einfach so ins Spiel bringen. Ja. Du kannst aber auch sagen, nee, ich bin da mehr bei Weiß-Grün und spiele dann Kudo, König der Bären. Ah. Das ist ein legendärer Bär, der ist dann 2-2. Und sagen, andere Kreaturen haben Basisstärke und Widerstandskraft 2-2 und sind zusätzlich zu anderen Typen Bären. Ich freue mich schon darauf, wenn man irgendwann so ein eigenes, so ein richtiges, vollständiges Bärendeck baut. Ja. Ja, also tatsächlich wurde auch unter im letzten, irgendwie an der letzten, die besten Magic Karten ihrer Art Video auch gewünscht, stell doch mal bitte die besten Bären vor. Das haben wir dann geprüft und es gab noch zu wenig. Ne? Genau. Aber jetzt kriegen Bären ja wieder Support. Ja, ne? Also, eine Karte, es gibt noch nicht so viele Bären. Ja, ja also, mit der Zeit, ne? Du kannst aber einfach lustige Themen dann bauen. Ne? Ja. Das ist ja auch wieder cool. Ne? Zu sagen, ist mir egal, ich möchte mein Bärendeck bauen, hier, fertig. Ne? So, Flagge Titan des Feuerzorns ist für Rot-Weiß 1 ein ältester Riese 6-6. Aber wenn er ins Spiel kommt, opfere ihn, es sei denn, er hat sich befreit. Immer wenn Flagge ins Spiel kommt oder angreift, fügt er einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Befreiung 2 rote, 2 weiße. Das heißt, schicke 5 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Du kannst diese Karte für Befreiungsfonds aus deinem Friedhof wirken. Ja, heißt, du spielst ihn sozusagen halt erst einmal aus, er fügt Schaden zu und dann holst du ihn später aus dem Friedhof wieder als Kreatur, ne? Ja. Und dann fügt er ja nochmal Schaden zu. Genau. Ja. Erstmal nur ein Removal. So, Psychofrosch ist eine moderne Variante von einer früher sehr turnierrelevanten Karte. Für Blau-Schwarz ist der 1-2 und sagt immer, wenn der Psychofrosch einem Spieler oder Planeswalker Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Sehr stark.
Wirf eine Karte ab, leg eine +1/+1-Marke auf den Psychofrosch. Auch sehr stark. Schicke 3 Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Der Psychofrosch erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Ja, eine richtig coole Karte. Der ist krass stark. Mal gucken, ja, was mit dem entsprechend so passiert. Mit einem coolen Framework. Das Framework sieht aber wirklich gut aus. So. Starrer des Reliquienschwarms sind wir jetzt bei Schwarz-Grün. Des Reliquienschreins. Ich war gerade vom Artwork abgelenkt. Ich finde das Artwork so cool. Zweier Zombie-Ritter. Ja, da muss man mal gucken. Das ist ja immer dieses, du kannst ja irgendwie sagen, jetzt ich baue mal ein Bärendeck oder so. Aber ich finde es halt auch einfach cool, ein Zombie-Ritter-Deck zu bauen. Weißt du, so einfach mal richtig so Zombie-Ritter. Ja. Also, aber ich spiele auch gerne ein Eichhörchen-Deck. Aber also die Bären. Ja, also ich müsste mal gucken, was kann denn der Zombie-Ritter? So, der hat Wachsamkeit. Und er erhält +1/+1 für jede Kreaturenkarte in deinem Friedhof. Sehr stark. Und für Tappen opfer eine andere Kreatur, durchsuch deine Bibliothek nach einer Länderkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Okay, ja, gefällt mir. Cool. Ja. Für 2 Mana bringt er sehr viel wieder. Ja, ich habe das. Es war jetzt noch keine schlechte Karte dabei. Also ganz ehrlich. Stimmt. Ne? Also wirklich, ja. Ich fand jetzt keine Karte irgendwie schlecht. Ne, höchstens, dass du sagen würdest, okay, ist jetzt nicht mein Spielstil oder so, aber ja. Schlecht war keine. Richtig. So, Echo der Ewigkeit. Da haben wir jetzt 3 farblose Mana und 3 beliebige Mana. Eine Stammesverzauberung Eldrazi. Mhm. Falls eine ausgelöste Fähigkeit eines farblosen Zauberspruchs oder einer anderen farblosen Permanenz, dem Beziehung, das du kontrollierst, ausgelöst, wird die Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Ja, das ist immer sehr, sehr schlimm, weil Eldrazi zum Beispiel so eine Fähigkeit haben, wie die heißt dann Vernichter zum Beispiel. Also da, vielleicht sehen wir es gleich nochmal, aber ja, egal. Mhm. Immer wenn du einen farblosen Zauberspruch wirkst, kopiere ihn, du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Oh ja. Mhm. Cool. Ja, das Schöne ist natürlich auch Stammesverzauberung für die Leute, denen das halt nicht sagt. Das ist halt auch theoretisch auch ein Eldrazi jetzt. Ne? Ja. Also wenn jetzt irgendwie du eine Karte hast, durchsuche deine Bibliothek nach einer Eldrazi-Karte, dann genau, kannst du halt auch die Stammesverzauberung raussuchen, weil ja, sie halt diesen Typen ja, Eldrazi hat. Es ist natürlich keine Kreatur, aber es hat halt den Typ. So, und jetzt kommen wir mal zum ersten Eldrazi. Yeah. Ne, zu Emrakul, die erneuerte Welt. Kostet 12 Mana, ja, hat dann 12/12. Ja. Er hat aber Wahnsinn, bezahle 6 farblose Mana. Das heißt, als alternative Castingkost, Wahnsinn ist eine Fähigkeit, wenn man eine Karte abwerfen muss durch irgendwas, eine Karte abwerfen muss, dann kann man die Karte zu den alternativen Casting, zu den Wahnsinnskosten spielen. Ja. Ist doch der Wahnsinn. Ne? Ja. So, aber was kann er denn? Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, übernimm die Kontrolle über alle Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert. Ja, ja, schade. Fliegend, Schutz vor Zaubersprüchen und Permanenten, die in diesem Zug gewirkt wurden. Und wenn Emrakul, die erneuerte Welt, das Spiel verlässt, opfere alle Kreaturen, die du kontrollierst. Und du hast ja vorher die Kreaturen. Ja, du nimmst halt den Gegner alle Spielers Kreaturen weg und sagst dieses, wenn du mein Emrakul wegmachst, dann nehme ich alles mit. Ja. Ja. Ach, der ist einfach mega stark. Ja, die Eldrazi sind einfach die ganzen bösen Außerirdischen und da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Concept Art auch richtig, richtig gut. Ne? Ja. Und du hast auch teilweise wirklich richtig coole Artists dabei. Und wenn du die Karte dann in Foil ziehst oder wenn du da irgendwie lucky gehen sollst, im Collector Booster irgendwie, die dann irgendwie in Serialized ziehst, also, dann hast du halt, das ist vielleicht einfach, das verstehe ich auch, wenn Magic sagt, das ist dann vielleicht der Booster deines Lebens. Weißt du, dass stimmt, du halt einmal dann sagst, ey, weißt du noch, also du wirst es nie vergessen, ja, dass du einen Serialized Eldrazi in voll natürlich irgendwie da gezogen hast oder so, das ist dann eine Kernerinnerung und fertig, weißt du? Ja. Die Nummer 1. Ja. Vom Emrakul. Also das schafft dann schon Highlights, ne? Das ist schon sehr, sehr cool. Aber du kannst ja so auch wirklich einfach Bomben öffnen, ne? Auch in den normalen Boostern. Also das hat Magic ja schon sehr, sehr gut gemacht. Auch mit den Playboostern nochmal, dass man da einfach mehr finden kann und so, ne? Oder du hast einfach diesen mega lucky Booster, wo du sagst, ey, ich habe jetzt irgendwie 5 Wrestling Booster gehabt. Ja. So, Herigast auflodernder Pfahldrache. Für 9 farblose Mana ein Eldrazi Drache. 6/6 mit Auftauchen 6/2 Rote. Du kannst diesen Zauberspruch wirken, indem du eine Kreatur opferst und die Auftauchenkosten bezahlst, anstatt des Mana-Betrags der geopferten. Abzüglich des Mana-Betrags der geopferten Kreatur.
Okay. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, kannst du deine Hand ins Exil schicken. Falls du dies tust, ziehe 3 Karten. Das funktioniert auch, wenn man keine Karten auf der Hand hat. Kann man die Hand trotzdem ins Exil schicken. Fliegend. Jeder Kreaturenzauber, den du wirkst, hat Auftauchen. Die Auftauchenkosten sind gleich seinen Mana-Kosten. Okay, gucken. Interessant. Interessant. Kann ich jetzt aber noch nicht sagen, ob der jetzt wirklich so gut ist. Du übernimmst einfach mit dem Emrakul die Kontrolle über alle Kreaturen von deinem Gegner und dann opferst du die alle mit Auftauchen weg. Easy. Wir gehen mal zum nächsten Eldrazi, das ist Kozilek. Ja. Die zerborstene Realität. 9 Mana. 9, ist ja günstig, 9. Ja, da bin ich da. Easy, Leute. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, manifestieren bis zu 2 Spieler deiner Wahl jeweils 2 Karten aus ihrer Hand. Du ziehst für jede auf diese Weise manifestierte Karte eine Karte. Mhm. Ja? Um eine Karte zu manifestieren, bringe sie als eine 2/2-Kreatur verdeckt ins Spiel, decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. Andere farblose Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +3/+2. Zum Hinweis, wir haben es gibt so Eldrazi-Spawns, ne? Das sind so 0-1er Eldrazi-Kreaturen, die wir dann irgendwie auch nachher noch irgendwie wegopfern können, um Eldrazis dann zu casten, um schneller an das Mana zu kommen, was wir dafür brauchen, um die zu wirken. Und die werden auf jeden Fall dann nochmal dann so, ja. Ne? Ja, ja. Die werden dann nicht mehr 0-1, ne? Nö, die sind dann 3-3. So, der dritte und letzte Eldrazi ist Ulamog, der Verseucher, der jetzt hier als Mythic Rare gedroppt wird für 10 Mana, 7/7. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, schickt ein Gegner deiner Wahl die Hälfte seiner Bibliothek ins Exil aufgerundet. Das ist sehr böse. Abwehr, 2 permanente Opfern. Okay. Ulamog, der Verseucher, kommt mit einer Anzahl an +1/+1 Marken in Höhe des höchsten Mana-Betrags unter den Karten im Exil ins Spiel. Ja? Ulamog hat Vernichter, da ist Vernichter X. Ulamog hat Vernichter X, wobei X gleich der Anzahl an +1/+1 Marken auf ihm ist. Oh, da bestimmt irgendwie so 6/7. Vernichter wird jetzt nicht erklärt, aber Vernichter bedeutet, ich will das nicht falsch wiedergeben, wenn der angreift, muss der verteidigende Gegner eine Anzahl an bleibenden Karten entsprechend der Vernichteranzahl opfern. So, also wenn der Vernichter 3 hat, muss er 3 permanente opfern. Einfach schon mal so. Ne? Krass. So, das dazu. Deswegen sind das sind halt die bösen Vernichter. Ja. Ne? Also es ist ganz, ganz übel, mal dagegen zu spielen. Ich bin immer noch traumatisiert davon. Ne? Deswegen gehen wir mal schnell weiter zum Verschlinger des Schicksals. 2 farblose und 5 beliebige Mana, 6/6. Eldrazi, du kannst diese Karte aus deiner Starthand offen vorzeigen. Das ist auch spannend. Mhm. Falls du dies tust, schaue dir zu Beginn deines ersten Versorgungssegments die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst eine davon oben auf deine Bibliothek zurücklegen. Schick den Rest ins Exil. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, schick ein Permanent in deiner Wahl ins Exil, das eine oder mehrere Farben hat. Okay, mal gucken, was wir denn da irgendwie dann brauchen. Ja. Irgendwie was, ne? Aber einfach dieses hier schon mal irgendwie zeigen, weil der ist ja sonst irgendwie so teuer, aber dann holt es schon mal so ein bisschen gefiltert das, was wir dann vielleicht einfach brauchen. Ja. Genau. So, der nächste ist dann der Übelschlängler, ein Eldrazi Elementarwesen für 7 Mana, 4/4. Wenn du diesen Zauberspruch wiegst, ziehe 2 Karten. Fliegend. Vernichte 1, da steht's. Vernichte 1, immer wenn diese Kreatur angreift, opfert der verteidigende Spieler ein permanent. So, weil der Vernichter 1 hat. Ne? So, du kannst aber auch jetzt Vernichter 6 oder was haben oder so. Dann ist es einfach nur einfach so, der fliegt da einmal so drüber. Wenn er angreift, nicht wenn er Kampfschaden zufügt. Ja. Ist halt, oh Gott. Heißt das, da muss dann der Gegner vielleicht auch seine Blocker opfern. Ja. Das ist auch immer so, wenn wir jetzt bei uns im Trading Card Superstore, wir haben ja auch zum Beispiel mal irgendwie ein Full Power Commander Match irgendwie gehabt oder so, ne? Und dann irgendwie dieses. Welches Deck willst du spielen? Mein Eldrazi-Deck. Alle so, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. Aber dann holt ja jeder sein stärkstes Deck raus und so. Das ist ja auch okay, ne? Also einfach mal Power gegen Power. Ja. Ja. Ne? Und okay. So, und er hat noch Herbeirufen, Blau und 2. So, weiter. Jetzt geht's zu den Artefakten. Da haben wir die Medaillons, das Anthrazit-Medaillon für 2 Mana-Artefakt. Schwarze Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken 1 weniger.
und das haben wir pro Farbe. Richtig. Und die sind alle super mega stark. Super schön aus. Ja, das Framebreak Artwork. Das Framebreak Artwork sieht so wunderschön aus, das Perlenmedaillon. Ja, da möchte ich mal wunderschön aus. Ganz kurz mal ein bisschen Fanservice bieten. Fanservice. Also ich spiele ja Magic schon seit 94. Ja. Ne? Trader haben wir auch so irgendwie Ende 94 oder 95 ging das los, mhm, mit Trader. Mhm. Und irgendwann kam ja das erste Kind, ein Mädchen, wurde geboren. Das ist Jenna. Da haben wir lange nach dem Namen überlegt und wir haben sie getauft auf Jenna Pearl. Ah. Pearl von Mox Pearl. Ne? Nicht den Pearl-Medaillon. Ja. Es gibt ja. Ne? Aber. Wir haben noch kurz, kurz über Julian Jett nachgedacht, wegen Mox Jett, aber das haben wir dann fallen lassen, weil Julian Jett wäre ein bisschen zu over gewesen. Ja. Ja. Aber super, ne? Und also, es gibt noch die Lily, das ist aber Lily Rose. Ne? Ist dann, da ist dann Magic mal außen vor geblieben und so. Und vielleicht ist sie deswegen ein bisschen mehr zum Pferdemädchen gewesen. Aber Lily macht das Video-Editing. Ja. Also alles fest in Familienhand hier. Ja. So, auf jeden Fall haben wir dann noch das Ruby-Medaillon für Rot. Pearl-Medaillon entsprechend für Weiß, Sapphire-Medaillon für Blau und Smaragd-Medaillon für Grün. Ja, alles richtig, sehr, sehr richtig, schön. Richtig, sieht so super aus. Karten, ne? Auch richtig spielstark. Ja. Nice to have. Absolut. Kannst du in jedes Deck praktisch reinschmeißen. Immer. Ja. Gerade fürs Commander-Format, weil es macht dich einfach irgendwie schneller oder irgendwas und so. Und klasse. Richtig cool. Ja. Ja. Dann wurde der Wintermond schon gespoilert. Wintermond ist ein Artefakt für 2. Spieler können während ihres Enttapp-Segments nicht mehr als ein Nicht-Standard-Land enttappen. Muss auch fies. Für 2 Mana auch. Der ist praktisch ein Remake oder was, oder vom Winter Orb, auch wieder eine alte Karte, der Frostenbringer auf Deutsch oder so. Wintermond finde ich ganz spannend. Ja, weil, ist ja die Sache, ist ja egal. Nur einfach starke Karten für neue Spieler, hab Spaß, hier, let's go, sehen wir ja. Und ich finde an dieser Karte so mega spannend, wie die alte Karte, kostet der nur 2 Mana. Mhm. Das heißt, du legst den einfach früh, du stellst dein Deck ja darauf ein. Richtig. Ne? Weil es geht jetzt ja mehr als ein Nicht-Standardland enttappen. So. Andere Länder laufen ja ganz normal weiter. Ja. Ne? Aber du greifst halt einfach dann die Ressource deines Gegners an. Ja. Das finde ich so spannend. Richtig, ne? Also, du kannst halt auch die Hand angreifen, du kannst die Länder angreifen und so. Und der Gegner hat dann auf einmal ein Problem, dass er sein Deck einfach nicht ganz normal pilotieren kann, weil er auf einmal eingeschränkt agieren kann. Super spannend. Weil er seine Farben nicht bekommt oder so, ja. Ja. So, Länder, wo wir gerade bei Ländern sind. Highlight, einfach die Fetch-Länder sind drin, ne? In befreundeten Farben. Turnierrelevante Karten, die euch einfach schnell machen. Ne? Und da haben wir unter Grün-Rot die bewaldeten Gebirgsausläufer. Fetchländer sind immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Tappen, bezahle einen Lebenspunkt, opfere die bewaldeten Gebirgsausläufer, durchsuche deine Bibliothek nach einer Gebirge- oder Waldkarte, bringe sie ins Spiel und mische danach. Kann ja auch ein Doppelland sein, was einfach als Landtyp auch Gebirge oder Wald ist. Ne? Ja. Auch mal super. Ich bin da wieder ein Fan von, die im Retro-Frame zu haben. Ich weiß aber, dass du dann wieder sagst. Immer randlos. Nee. Immer randlos. Ne? Ist dann auch sehr, sehr schön. Oder halt. Oder Full Art. Ne? Nicht ja, so. Auf jeden Fall. Full Art. Da sind wir uns schon mal einig. Alle sind wunderschön. Ja. Ja. Also ich finde, das haben sie wirklich hinbekommen. Also auch in dem Debütvideo wird fast nur noch über Design gesprochen oder Special Foilings und so. Und. Das ist ja auch immer so ein kleines Stück Kunst, so ein kleines Piece of Art. Ja. Das würde ich sagen, ey, boah, wie die das hingekriegt haben, ist richtig, richtig gut. Ja. Ne? Also da fließt auch viel Liebe rein und viel Aufwand, ne? Das so zu gestalten. Auf jeden Fall. Blutbeflecktes Schlammloch ist das nächste Fetchland. Hier entsprechend dann Schwarz-Rot. Ja. Ne? Auch sehr nice Artworks. Tolles Design, ne? Dann gehen wir mal weiter zum gefluteten Strand. Weiß-Blau. Also wie gesagt, wenn ihr die Magic-Karte umdreht, dann habt ihr da den Farbenkreis und immer die Farben, die nebeneinander angeordnet sind, sind die befreundeten Farben und die Farben, die gegenüber sind, sind die verfeindeten Farben. Ne? So. Und hier haben wir entsprechend einfach dann die befreundeten Farben.
Das heißt, wir haben dann ja noch im, erstmal kurz gucken auf die anderen, das verschmutzte Delta, schwarz-blau. Richtig. Meiner Meinung nach also auch so einfach von dem Play-Use das am meisten spielrelevante. Aber wie gesagt, ihr braucht sie letztendlich ja irgendwie alle. Und eins fehlt uns noch, die zerzauste Heide für Weiß-Grün. Mhm. Ne? So, jetzt haben wir zwei Länder schon überscrollert. Wollen wir mal kurz zurück. Nämlich die Halle des Meisterspions ist eine neue Magic-Karte. Land kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst einen Sumpf. Mhm. Für Tappen schwarzes Mana erzeugen und für einen Sumpf und Tappen eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, intrigiert x-mal, wobei x gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die diesem Zug gestorben ist. Integrieren ist, ziehe x Karten und wirf dann x Karten ab, lege für jede auf diese Weise abgeworfene Nicht-Land-Karte eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Das finde ich auch schön. Wieder speziell, ne, für ja, einfach Deck-Themen-Support. Ja. Ja, ist halt ja krass, es ist halt ein Land. Also, ja, ja, zum einen ist halt, du ziehst halt Karten, wirfst halt Karten ab. Zum einen ist es gut, du ziehst halt Karten und ist halt schwarz. Ne? Du willst ja die Karten auch vielleicht einfach ja, ja abwerfen. Ja. Für auch irgendwie, sei es Wahnsinn. Ne? Ja, ja. So, Emrakul günstiger spielen. Bam! Mhm. Ich gehe mal zum nächsten, jetzt Mythic Rare Land, nämlich Ugins Labyrinth ist auch neu. Mit einprägen. Wenn es ins Spiel kommt, kannst du eine farblose Karte mit Mana-Prache 7 oder mehr aus deiner Hand ins Exil schicken. Da sind ja die Eldrazis prädestiniert für. Ja. Tappen erzeuge ein farbloses Mana. Falls eine Karte im Exil ist, die von Ugins Labyrinth ins Exil geschickt wurde, erzeuge stattdessen zwei farblose Mana. Ja. Oder tappen, bringe die ins Exil geschickte Karte auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja, haben wir einfach ein bisschen Mana-Boost, ne? Ja. Um da schneller an das farblose Mana ranzukommen. Ja. Ne? Schöne Basic Lands haben wir auch wieder. Ne? Es auch wird auch da entsprechend wieder Full Art Basic Lands geben. Und Neues halt, um dieses farblose Mana zu erzeugen, brauchen wir ja die Ödnis. Und es gibt jetzt erstmals eine verschneite Ödnis. Ja. Ne? Dass wir einfach da auch nochmal Deck-Support haben für verschneite Decks entsprechend. Ja. Ne? Eine kleine Info fürs Pre-Release ist es nochmal so, Standardländer, also irgendwie auch wir bei Trader hier stellen im Trading Card Superstore für Pre-Release immer nochmal Standard Basic Lands live also zur Verfügung, dass ihr euer Pre-Release-Deck da bauen könnt oder so. Aber die Anzahl, also hier auch die Ödnisse, so gesehen, oder Snow-Covered-Ödnisse oder so, die werden nicht bereitgestellt, sind ja keine Standardländer. Ne? Also das heißt, da gilt die Regel, wenn ihr ein Sealed-Deck baut, was im Pre-Release ja der Fall ist, aus den gezogenen Booster ein Deck bauen und spielen, könnt ihr da nicht einfach Ödnisse adden oder so, sondern ihr müsst mit dem Material spielen, was ihr denn halt geöffnet habt. Ne? Das nur mal klein, als kleiner Fact. Richtig. Ja. Oh, wir haben noch einen? Wir haben noch den verlassenen Tempel. Hm, was macht der? Ja, der ist ein Land für Tappen, macht ein farbloses Mana und für ein beliebiges und Tappen in Tappe ein Land deiner Wahl. Der ist mega böse. Auch wieder ein Reprint einer alten Karte, ne, wo du einfach, ja, so als Beispiel, es gibt halt auch coole Karten, die einfach dir viel Mana produzieren oder einen krassen Effekt haben, wo du dann sagen, ja, mit dem Tempel enttappe ich halt mal dieses Land. Ja. Und dann mache ich das Ganze halt nochmal. Richtig. So, Fazit. Mega starkes Set. Also, ich bin. Eldrazi sind so krass. Ja, meine also, Güte, ey. Das ist so ein Set, wo man sich auch so denkt: so, also ich mir jetzt so, man kann sich vielleicht auch mal so einen Collector-Booster snacken, weil man halt auch diese alternativen Artworks öffnen möchte. Also, da bin ich, glaube ich, nochmal extremer als ihr beide oder sowas, weil ich, wenn ich die Karten spiele und weiß, dass es diese Artworks gibt, dann möchte ich ja auch eigentlich diese Artworks spielen, ne? Weil die halt einfach so unglaublich cool designt sind. Ne? Und ja, natürlich, das Set ist natürlich super spielstark. Ne? Also toller Support für zig Creature-Types. Ne? Ja. Bären und Hunde. Du hast halt wieder die Eldrazi drin. Ne? Was ist dein Fazit, beliebt. Jenna? Was sagst du? Ich möchte Eldrazis spielen. Ja? Das ist mein Fazit, Also weg von den Bären hin zu den Eldrazis, ja? Wie Jenna jetzt der Vernichter? Vernichter-Jenna? Vernichter-Jenna, ja. Okay. Ja, da sehe ich mich schon. Ich glaube, das macht Spaß. Natürlich macht das Spaß. Ne? Ja, also es gibt ja auch noch viel Commander-Decks, die besprechen wir dann. Haben wir jetzt die Karten jetzt nicht einzeln vorgestellt, weil manche wurden ja schon gespoilert, aber das macht ihr dann in den Unboxings, dass wir da alles nochmal durchgehen, weil da sind auch viele neue Karten auch wieder mit dabei und die werden auch mega krass sein. Definitiv. Ich möchte nochmal Magic Design Team zitieren, die gesagt haben,
Wir wollen einfach mehr Karten für mehr Spieler kreieren. Das ist das, was Magic tut. Und einfach dann ein Angebot gestalten. Und wie eingangs gesagt, ist Modern Horizons einfach jetzt ein Set, das einfach viele formatunterstützende Karten, wie gesagt hast, mit einem hohen Power-Level in die Booster rein drückt. Ja. Ne? Wo ihr dann entsprechend da irgendwie auch lucky gehen könnt mit Sammler. Aber deswegen kostet es halt einen Schlag mehr, weil die einfach sagen, das ist kein reguläres Magic-Produkt. Ne? Das ist kein Lern-Magic-Kennen-Produkt, wie es mit Assassin's Creed dann nachher irgendwie sein wird, wo du über das Videospiel sagst, oh, ich check mal Magic oder so. Ja. Das ist einfach nur eine Support-Edition mit mega starken Karten, wo ihr sagen würdet, hier, hab Spaß. Take it, hab Spaß, bau damit, tausch damit, sammel sie. Egal, aber der Power-Level ist einfach höher und um das dann auch da in das Konstrukt von Magic reinzubringen, kosten die halt auch mehr. Weil die können jetzt ja nicht sagen, richtig, wir nehmen jetzt irgendwie teure Karten aus den letzten Editionen und schmeißen die einfach so ein anderes Set rein. Machen sie ja auch, aber dann natürlich im kleineren Umfang. Also viel, viel geringer dosiert, als es jetzt der Fall ist. Genau. Ich wusste, dass es ein Highlight wird. Ja. Ich dachte auch schon, das wird auf jeden Fall definitiv das stärkste Set des Jahres werden. Ja, weil es halt einfach, weil es halt einfach Modern Horizons ist. Also das ist einfach dann halt, es muss einfach wegen diesem Eternal-Format natürlich auch Karten im Power-Level bringen, die formatrelevant sind oder werden, ne, entsprechend und auch deswegen stark genug sind, weil ja du diesen mega großen Kartenpool hast. Und ich bin in keinster Weise enttäuscht. Du kriegst einfach die Fetchländer Oh mein Gott. Und ich finde halt auch mega schön, dass halt viele Charaktere wieder vorkommen, die du auch länger nicht gesehen hast. Ne? Also ich bin persönlich ein Ajani-Fan. Ne? Finde ich natürlich mega cool, dass der wiedergekommen ist. Und Tamio finde ich auch super. Also auch ein cooler Planeswalker. Ich freue mich schon mega auf Pre-Release. Und, ich freue mich auf den Draft. Das wird einfach eine Spielerfahrung. Ja. Ne? Also auch... Wenn der Trading Card Superstore so weit ist, geht in ein Fachgeschäft, zockt die Events mit. Das wird ein absolutes spielerisches Highlight sein, weil sowas passiert in Magic auch nicht so oft. Ja. Ne? Und da kannst du ruhig ein paar Euro mehr auf den Tisch legen, um das Event dann auch zu haben. Richtig. Und das so einfach zu erleben, das ist schon cool. Ihr könnt das natürlich auch zu Hause machen, dass ihr das sagt, ey, wir machen unseren Draft oder so zu Hause oder irgendwas, keine Ahnung. Ne? Könnt ihr machen. Und ich freue mich natürlich mega auf das Commander-Match. Ja, das wird auch super. Es wird ja ein Commander-Match von uns geben, wo wir auch dann wieder die Karten einblenden und zicki-zacki oder so, was euch dann nachher auch die Commander-Decks im Spiel nochmal zeigt. Und die große Frage ist, die jungen Spieler haben immer den Vortritt. Ich nehme das halt Rasi-Deck. Ja, es ist okay. Ich wusste es. Ja, ich habe jetzt genug Karten gesehen, ich nehme das Eldrazi-Deck. Ist der Erzfeind am Tisch schon mal gesetzt. Ich freue mich schon mega auf das Eldrazi-Deck. Auf das Sammler-Booster-Unboxing. Ja, ist klar. Ich bin schon mega hyped auf das Sammler-Booster-Unboxing. Das wird Bombe. Ja. Weil wir sind ja jetzt auch gar nicht darauf eingegangen, aber, ne, oder du hast es einmal kurz am Anfang einen Satz erwähnt, aber halt, dass auch Karten aus Modern Horizons 1 und 2 in den Sammler-Boostern wieder drin vorkommen. Da sind auch solche Reprints drin. Ne? Also Ragavan findest du da beispielsweise, was auch so mit einer der krassesten Karten aus Modern Horizons 2 war, ne, die jeder haben wollte. Ja. Und die ist da auch drin, so im Retro-Artwork und so. Das ist einfach brutal. Also aber du heftig, legst natürlich heftig, für so einen Collector-Booster auch ein bisschen was, ein paar Scheine auf den Tisch. Ne? Die sind natürlich auch extrem teuer. Das lässt sich der Hersteller dann auch schon bezahlen, aber das ist nun mal einfach so. Das hast du ja bei Collector-Items oder so. Ist halt einfach so. Booster, ne? Irgendwie, aber da kriegst du auch was dann dafür. Ja. Ne? Und aber ihr merkt schon, also die Begeisterung ist echt. Also ich freue mich da mega drauf. Das wird schon richtig, richtig, richtig cool. Ja, ne? Nice. Insofern sind wir dann mal raus. Ne? Vorfreude ist da. Ich hoffe bei euch auch. Schreibt mal eure Feelings in die Kommentare rein. Ne? Like das Video, abonniert den Kanal, unterstützt uns damit und suchtet euch auf jeden Fall durch die anderen Videos. Auf Trader Online Video gibt es ja diverse Playlists, auch für Einsteiger, Fortgeschrittene. Mit dem ganzen Spektrum von Magic the Gathering wird da ja abgebildet. Ne? Wenn ihr Bock habt, kommt im Store vorbei, nehmt dann den Eventsteil, trefft uns persönlich. Ne? Und gut. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Immer soll ich das sagen, aber ist auch egal. Aber es wird ein Fest. Ja. Es wird ein absolutes Fest. Also richtig, richtig sehr krass. Ne? Gut, dann sind wir raus. Das sind wir raus. Ja. Viel Freude mit Modern Horizons und Magic the Gathering. Bis dann. Tschüss. Tschüss.